Moin und herzlich willkommen zur 642. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag, dem 29. Oktober 2013. Und es gibt heute zwei sehr wichtige Themen und dann gibt es natürlich noch die Rohstoffliste. Nicht wirklich viel los. Kupfer plus 0,3%, da unten hin Airdrop Gasoline minus 0,9%, unter Druck gerät Natural Gas mit minus 1,8%, dazwischen Silber plus 0,09%, Gold minus 0,6%, das Gas unter Druck gerät. Da hatten wir gestern miteinander darüber gesprochen, dass wir hier eine bärische Flaggenformation haben, dass wir hier diese 300% abgegeben haben, im Bereich der unteren Begrenzung der Flagge sind. Und wenn der Markt bricht, hat der Abgabedruck, das kommt auch so, wir hatten auch gesagt, wir wollen es nicht traden. Erstens, weil wir hier keine gute Chancen-Risiko-Verhältnis sehen, weil hier die 340, das ist nicht nur eine Marke von hier, sondern die kommt auch von hier. Ganz, ganz wichtige Marke. Also kein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Sie verkaufen ja auch nicht direkt an der Trendlinie, sondern noch einen Ticken weiter drunter. Dann haben sie hier gute 5% Risiko dafür, dass sie dann hier an diese horizontale Marke traden. Dazu morgen Arbeitsmarktzahlen, FOMC-Bekanntmachung. Insofern, ja, von mir aus kann er gerne hier seine 2% machen. Wir versuchen ja immer die einfachen und die wahrscheinlichen Dinge zu traden, die auch noch ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis haben. Insofern ist es vollkommen in Ordnung, kann gerne der Markt machen. Wir sind da nicht dabei. Die zwei wirklich wichtigen Themen haben Sie mitbekommen. Nasdaq ist mal wieder stehen geblieben, eine Stunde lang war wieder Game Over. Der voll elektronische Handel hat nicht wirklich stattgefunden. Ich zeige Ihnen das vielleicht mal ganz kurz, so über den 5-Minuten-Chart kann ich das hier mit dem Nasdaq zeigen. Ganz lustig. Da gibt es einfach mal so eine Lücke im Chart. Hier so über den 5-Minuten-Chart, so zack. Kein Handel, sondern Handel einfach mal eingeschlafen. Kann ja mal passieren. Das andere Thema hat wirklich überhaupt nichts mit dem Handel zu tun, aber es ist unfassbar. Also wenn Sie sich für Fußball interessieren und wenn Sie diese Ausgaben schauen, Sie wissen, ich interessiere mich dafür, haben Sie mitbekommen, wie der Blatter versucht hat, den Herrn Ronaldo nachzumachen? Also man kann ja über Cristiano Ronaldo denken, was man will, aber seine Leistung sollte man anerkennen. Der ist da aufgestanden und hat dem so nachgeäfft, als wäre der Ronaldo ein Diktator. Oh Mann, lieber Herr Blatter, ich denke, es wird Zeit, mal über eine Nachfolge nachzudenken. Und wenn Sie sagen, was hat denn das mit den Märkten zu tun? Wirklich, ganz ehrlich, gar nichts. Aber wenn man hier schon so knapp 3 Jahre lang jeden Tag hier seine Tagesausgabe abhält, dann ja, gibt es auch mal Dinge off-topic. Das bitte ich herzlich zu entschuldigen. Wenn wir auf Silber schauen, dann muss man sagen, das, was wir gestern miteinander besprochen haben, vorgestern miteinander besprochen haben, vorvorgestern miteinander gesprochen haben und so weiter und so fort und auch schon hier miteinander besprochen haben, war, ja, wir haben Potenzial, hier genau in diese Richtung, so 22,50, 22,60 zu gehen, aber hier haben wir viel Widerstand, Teil des Widerstands haben wir hinter uns gelassen, Teil des Widerstands wartet noch auf uns, wir machen eine High-Base-Formation, die K- und D-Linie sind umeinander, oberhalb der 80er-Marke, das ist viel mehr bullisch, als dass es bärisch ist, die Unterstützung wird immer wieder gekauft, das sehen Sie hier mit dem Schatten, was wir nach unten bekommen, die Widerstände werden abverkauft, die Marken kennen Sie oben, 23,05, 23,10, darüber hat der Markt Potenzial in Richtung der 200-Tage-Linie zu laufen und nach unten hin muss man natürlich hier das Tief, was wir am 25. Oktober gemacht haben, im Bereich der 22,40 im Auge haben, wenn das hier bärisch aufgelöst werden sollte, dann hat der Markt Potenzial nicht nur in Richtung der 20-Tage-Linie, sondern in Richtung der aufsteigenden Trendlinie ran zu laufen. Ob der Markt das eine oder andere macht, wir können jetzt würfeln, wir können konjugieren, so nach dem Motto, ich denke, du denkst, sie denken, ich glaube, du glaubst. Wir können jetzt anfangen, darüber zu spekulieren, ob jetzt die Fed wirklich tapern wird, wie sie es ja auch schon angekündigt hatten, bereits schon in diesem Jahr, oder ob die jetzt nicht tapern werden, weil ja auch Government Shutdown gewesen ist. Es ist gar nicht wichtig, was die Fed macht. Es ist viel, viel wichtiger, was die meisten Marktteilnehmer denken. Wenn die meisten Marktteilnehmer denken, dass dass die Fed nicht tapern wird und die Fed tapert auch nicht, wird auch nicht viel passieren, dann bleibt es ein reines Non-Event. Interessant wird es, wenn irgendetwas kommt, was der Markt nicht erwartet und deswegen versuchen wir hier nicht irgendetwas zu antizipieren, vorherzusagen, sondern wir warten die Fed ab. Und das, was ich Ihnen vielleicht zeigen möchte, und das ist so typisch, so Berghain-Formation kurz vor so einer ganz, ganz wichtigen Sitzung, wie zum Beispiel Fed-Sitzung, Arbeitslosenzahl. Schauen Sie sich das an, diese aufsteigende Trendlinie wird bärisch aufgelöst. Was passiert? Der Markt kriegt nicht wirklich Dynamik, sondern kommt ein bisschen runter, geht ein bisschen hoch, läuft jetzt hier so ein bisschen seitwärts. Eigentlich würde man noch erwarten, Mensch, Trendlinie gebrochen, Berghain, richtig Dynamik, nö. Der kommt auch wieder rein und geht wieder durch, so richtig interessiert sich gerade der Markt gar nicht dafür, weil die meisten Leute auch den Bruch der Trendlinie nicht traden würden, weil sie nämlich zum einen natürlich über den Tageschart hier
Bullisches Sehen mit der K&D-Linie umeinander geschlungen, Unterstützung von Momentum, High-Base-Formation oberhalb der 20er-100er und 50-Tage-Linie, aber auf der falschen Seite der aufsteigenden Trendlinie. Je nachdem, was morgen für Zahlen in den Markt kommen, was die Fed sagen wird, kann wieder hier Dynamik und Volatilität in den Markt kommen. Das, was wir miteinander besprechen könnten, ist, was gibt es denn jetzt hier zu machen? Wir sind ja über unsere Triggerliste bereits seit hier Bullen in diesem Markt. Und wir haben Teilgewinne realisiert, wir haben jetzt unser Stop-Loss angepasst, alle Marken finden Sie über unsere Triggerliste und wir werden abwarten. Und gestern habe ich mit Ihnen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man nicht immer wieder seine Entscheidungen aktiv trifft, weil es auch darum geht, dass man das nicht alles intrinsischen Faktoren zuführt. Also ich habe es richtig gemacht oder ich habe es falsch gemacht, sondern ganz ehrlich, wenn der Markt jetzt hier durchgeht und in Richtung 1390, 1400 läuft, in meinem Dafürhalten haben wir auch ein Quäntchen Glück gehabt. Wir haben das sehr sauber getradet, wir haben immer wieder unser Stop-Loss angepasst, aber da brauchst du eben auch manchmal das kleine Quäntchen Glück und wenn du immer wieder das Gleiche machst, es ist wirklich so, dann systematisierst du dein Glück und dann hast du eine größere Wahrscheinlichkeit, auch immer wieder große Gewinne mitzunehmen. Ob der Markt da durchgehen wird oder nicht, wissen wir nicht. Alles, was wir wissen ist, es kann nur noch besser werden und die 20 Dollar, die wir jetzt hier noch Risiko im Markt haben, die haben wir sehr gerne, das wird trotzdem ein super Trade für uns, falls wir denn ausgestoppt werden sollen. Jetzt ist die Frage, ja, aber Moment mal, ich habe jetzt keine Position. Angenommen, der Markt macht jetzt so was richtig schön Bullisches, kann ich dann nicht als Bulle in den Markt gehen? Da ist meine Antwort. Da kann ich Ihnen sehr, sehr gerne noch einmal diesen 4-Stunden-Chart zeigen. Wo haben wir denn den? Hier. Das war hier das letzte Mal, als FOMC-Protokoll gewesen ist. Nee, verzeihen Sie bitte, das ist kompletter Blödsinn, das war hier. Da war ja hier unser Bullcard, was bullisch aufgelöst worden ist, das bitte ich zu entschuldigen. Hier kam eine sehr, sehr bullische Bewegung ran und wir haben gesagt, nee Leute, traden wir nicht. Wir sind auf der falschen Seite einer aufsteigenden Trendlinie und wir sind auf der falschen Seite der 20-Tage-Linie. Erst wenn wir hier drüber gehen sollten, dann würden wir es bullisch traden. Und der Markt ist nicht bullisch durchgegangen und deswegen ganz entspannt morgen vielleicht sogar den Tagesschlusskurs abwarten und gucken, wo der schließt und ob der vielleicht, und das ist ganz häufig, nochmal zurückkommt an die Trendlinie, ob man dann was machen möchte. Dann haben sie aber auch, das muss man auch wissen, Potenzial in Richtung 1400, 1410 zu traden. Das ist dann eher etwas über die kleinere Zeiteinheit. Möglicherweise bleiben wir auch hier an dieser weniger untergeordneten Trendlinie im Bereich der 1390 hängen. Was ist, wenn der Markt jetzt so eine 6% Kerze macht? Okay. Setup war hier. Da galt es, wenn man etwas traden möchte, das dann auch auf der bullischen Seite zu traden. Und was ist, wenn jetzt so eine richtig hässliche bärische Kerze reinkommt, so eine, weiß ich nicht, 58% Kerze oder jetzt mal im Ernst, weiß ich nicht, 5%, 6%, 7% Kerze? Auch da würde ich nicht rein traden. Weil selbst wenn der Markt was sehr, sehr bärisches macht, dann gibt er uns danach ein Setup. Das muss dann nicht gleich am nächsten Tag, übernächsten Tag sein. Das kann auch sein, dass wir jetzt sehen, länger warten müssen, aber der Markt gibt dir ein Setup. Warten Sie, vielleicht kann ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Hier, da sind wir nämlich im Bereich dieser horizontalen Unterstützung. Das war 2011, sind wir hier als Bullen in den Markt reingegangen. Der Markt macht dann auch eine bullische Bewegung. Wir sind hier all the way, waren wir mit dabei. Und da hatten wir gesagt, Leute, Vorsicht, das ist ein Bärkeil. Sehen Sie, das ist hier diese bärische Keilformation. Stop-Loss ist eng und der Markt macht dann diese unfassbar bärische Bewegung von 1790 runter an die 1684. Da habe ich mal gesagt, Gott sei Stop-Loss, es sollte keine Blasphemie sein. So, jetzt hatte der Markt wirklich Druck. Wenn Sie jetzt so da drauf kommen, kann man sagen, ja, hoch, tief, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes hoch, ja, so wunderbar konnte man traden. Ja, durch die ganzen gleitenden Durchschnitte und man muss sich auch mal klar machen, gucken Sie sich mal zum Beispiel so eine bullische Kerze an. Da schaffen Sie nicht so mir nichts, dir nichts, einfach so durch die gleitenden Durchschnitte das auf der bärischen Seite zu traden. Aber wenn Sie cool waren oder wie ich zum Beispiel das Glück, das werde ich nie vergessen, ich war dann nämlich, in dieser ganzen Zeit war ich nämlich im Urlaub und da ist überhaupt nichts passiert. Ich bin in Urlaub gefahren, da war der Markt im Bereich von 1650, ich bin aus dem Urlaub wiedergekommen, da waren wir im Bereich der 1640, da habe ich gesagt, oh Leute, der Markt sieht bärisch aus, das ist die Stange, das ist das gleichschenklige Dreieck, eine bärische Wimpelformation, warten Sie mal kurz, 3. Mai, 4. Mai, da muss ein Wochenende dazwischen sein, ja genau, 7. Mai, das war dann der erste Tag, an dem ich wieder da war und dann am Dienstag fing nämlich hier diese sehr, sehr bärische Bewegung an mit 120 Dollar. Warum? Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist, selbst wenn morgen was ganz, ganz Bärisches kommen sollte, kann sein, dass man eine ganze Weile warten muss, aber dann findest du schon sein Setup gar nicht mal viel tiefer als dieser Schlusskurs. Ne? 1700 war der Schlusskurs und dann wartet man durchaus 2-3 Wochen 1600.
60, 70 findet man dann seinen Einstieg und dann macht der Markt diese sehr, sehr bärische Bewegung. Und deswegen, alles, was ich rausnehmen möchte, ist den Druck, das Gefühl, wenn die Nachricht reinkommt, trade ich was. Sondern, keine Ahnung, machen Sie einen Rechner aus, spielen Sie mit Ihren Kindern, gucken Sie sich einen Spielfilm an, machen Sie, was immer Sie wollen, aber versuchen Sie nicht, mit dem ersten Tick irgendwas in die eine oder andere Richtung oder das wird es passieren, zu traden. Und wenn wir gerade schon wieder bei den Stimmen sind, die wir die ganze Zeit in unserem Kopf haben, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass der Markt steigt und Sie machen tatsächlich den Rechner aus und der Markt steigt, dann machen Sie sich auch nochmal klar, dass es eine 50-50-Chance gewesen ist. Da können Sie auch genauso gut sagen, wenn ich jetzt 10-mal eine Münze werfe, wird das 8. Mal, wenn ich die Münze werfe, wird dann Zahl kommen. Kann auch stimmen. Aber Sie haben es nicht gewusst, Sie haben es erraten. Und lassen Sie dann nicht zu, dass Ihre Psyche Ihnen sagt, ah, du hast Geld verloren in dem Augenblick, weil du aus dem Markt rausgegangen bist. Nee, nicht verlorenes Geld ist gewonnenes Geld. Und deswegen nehmen Sie den Druck von sich selbst, nehmen Sie den Druck aus dem Trade. Es gibt immer wieder Setups. Wir verpassen immer wieder Setups, aber wenn Sie unsere Videos immer wieder mit uns anschauen, deutlich häufiger verpassen wir die Setups nicht und traden es dann doch in die richtige Richtung. Und deswegen, wenn man Bulle ist, Stop-Loss anpassen, gucken, ob der Markt hier durchgeht, aber nicht versuchen, jetzt in den morgigen Handel hinein, in meinem Dafürhalten, irgendetwas zu traden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, das nächste Update gibt es selbstverständlich wieder morgen Abend. Dann haben wir die Fed-Sitzung hinter uns. Nicht die Fed-Sitzung, sondern FOMC-Protokoll haben wir. Wir haben die Arbeitslosenzahlen. Und dann werden wir auch vielleicht einen Chart haben, wo wir etwas genauer sagen können, was die Wahrscheinlichkeit der nächsten Tage ist. Sie denken dran, egal was wir traden, wann wir es traden, in welcher Zeiteinheit traden, was für ein Asset wir traden und mit welchem Instrument wir traden. Wir benutzen immer ein Stop-Loss, denn wenn Sie traden, haben Sie ein Stop-Loss und wenn Sie kein Stop-Loss haben, sage ich Ihnen auch immer wieder, dann machen Sie irgendwas, aber Sie sind kein aktiver Händler. Benutzen Sie ein Stop-Loss, wann immer Sie einen aktiven Handel eingehen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir selbstverständlich morgen für Sie da mit neuen Ausgaben und das Allerwichtigste, Sie bleiben hoffentlich alle gesund und wenn Sie mögen, uns Formationstrainern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.